Sehr verehrten Damen und Herren, beste Menschen, am Vorabend des Internationalen Frauentags widmet sich die Soiree am Dom dem Thema Frauenrecht und Gleichstellung. Zu Gast ist Huschke Mau, Autorin des Buches Entmenschlicht, das 2022 in Hamburg bei Edelbooks erschienen ist und mittlerweile in der dritten Auflage im Buchhandel vorliegt. Schon dafür Gratulation. Huschke Mau ist Wissenschaftlerin und Gründerin des Netzwerkes Ella, das sich für die Abschaffung der Prostitution einsetzt und Frauen beim Ausstieg aus der Szene unterstützt. Herzlich willkommen, Huschke Mau. Zu Gast, meine Damen und Herren, sind außerdem Amrei Schommers und Sumeya Bushia von Sisters, einem gemeinnützigen Verein, der wie Ella Frauen beim Ausstieg aus der Prostitution unterstützt und sich auf gesellschaftspolitischer Ebene zum Thema Prostitution engagiert. Sie werden uns später in die aktuelle Frankfurter Debatte einführen, die mit dem Antrag der CDU-Fraktion menschenunwürdige Zustände in der Prostitution beenden, neu an Fahrt gewonnen hat. Aber ich danke Ihnen, wo sind Sie denn? Da vorne. Ich danke Ihnen jetzt schon. Mein Name ist Devi Soyanto, ich bin Mitglied in der Akademie hier im Haus am Dom und heute Ihre Gastgeberin. Entmenschlicht, das Buch, ist ein erzählerisches Sachbuch, das mit einem eindrücklichen Plädoyer für eine Revision der aktuellen Gesetzeslage schließt. Anhand ihrer eigenen Biografie stellt Huschke Mau dar, welche Faktoren in die Prostitution führen und warum es so schwer ist, aus der Prostitution auszusteigen, selbst in dem Augenblick, in dem die Situation lebensbedrohlich wird. Wir haben verabredet, dass Frau Mau drei Textstellen aus ihrem Buch liest und wir dazwischen ins Gespräch kommen. Nach etwa einer halben Stunde werden Sisters, wie angekündigt, das Thema in den lokalen Bezug setzen, einige Minuten. Und dann nach insgesamt 45 Minuten werden wir Sie, verehrtes Publikum, in die Fragerunde aufnehmen, sodass wir nochmal genauso viel Zeit, wie wir hier oben am Podium haben, mit Ihnen gemeinsam haben. Wenn ich ins Publikum gehe mit dem Mikro, um Ihre Fragen einzufangen, kann es gut sein, dass die Kamera mir folgt. Also Sie müssen sich gewahr sein, dass Sie dann im Bild erscheinen. Denn auf Bitten einiger vieler haben wir heute Abend einen Livestream, uns für einen Livestream entschieden. Das heißt, man kann uns auch außerhalb dieses Raumes, kann man live unsere Diskussion verfolgen. Wir beginnen mit dem Auftakt des Buches und holen Sie rein in die Sprache des Buches. Ein Haus im Wald irgendwo in Deutschland. Ich habe schon beim Nachrichtenschreiben mit ihm gespürt, dass etwas nicht stimmt. Er hat 5-mal nachgefragt, ob ich auch wirklich alles mache, was in meinem Profil steht. Wirklich alles? Alles? Ganz sicher alles? Das ist immer ein schlechtes Zeichen. Er wohnt weit draußen, er werde mich abholen, sagt er, und dann führen wir zu ihm. Das klingt nicht gut, mein inneres Alarmsystem klingelt ununterbrochen. Aber ich habe keine Wahl. Nächste Woche beginnt ein neues Uniseminar, für das ich 3 Bücher kaufen muss. Außerdem ist der Kühlschrank leer. Ich habe heute meine Tage bekommen und nicht mal mehr Geld für Tampons, verdammte Axt. Also schiebe ich mir eins von diesen rosa Schwämmchen rein, die Prostituierte eben benutzen, wenn sie ihre Tage haben. Als ich am Treffpunkt ankomme, erwartet mich ein Männchen, kaum größer als ich. Glatze, schmächtig und großspurig.
Da ist irgendwas in Schieflage. Er versucht, etwas zu übertünchen. Das spüre ich sofort. Sein Auto ist breit und groß wie ein Scheunentor. Ich steige ein, wir fahren los. Klack geht die Verriegelung. Während der Fahrt gibt er mir das Geld. Schaust geil aus, sagt er. Gibst das Geld jetzt sicher für Schuhe und Handtaschen aus, was? Ich fühle, dass er mich klein machen will, weil er sich selbst klein fühlt. Wo bin ich hier nur reingeraten? Ich blaffe zurück, was er damit meine. Er nimmt sich ein bisschen zurück. Aber während der halben Stunde Fahrt probiert er immer wieder, mich verbal zu erniedrigen. Er testet. Er testet, wo meine Grenzen sind. Er testet, was er alles mit mir machen kann. Und ich weiß sofort, ich bin an einen Psycho geraten. Eine Frau, die sich prostituiert, entwickelt irgendwann ein Gefühl dafür, was der Mann, der sie bucht, will, wirklich will. Und der hier will mich erniedrigen. Das macht ihn an. Ein Sadist. Irgendwann fahren wir von der Straße ab in einen Wald. Mir schwant Übles. Ich sage aber bewusst nichts. Nach 20 Minuten Fahrt durch den Wald kommen wir an einem Haus an. Sagte ich ein Haus? Es ist ein verdammter Hochsicherheitstrakt. Mir gehen fast die Augen über, als wir ankommen. Um das ganze Gelände, auf dem seine Firma und sein Haus stehen, ist eine Mauer. Darüber Stacheldraht. Das Sicherheitstor geht auf, wir fahren durch. Ich werfe einen kurzen Blick auf mein Handy. Ich habe keinen Empfang mehr. Oh Gott. Wir steigen aus. Zwei riesengroße Hunde, Weimaraner, rennen auf uns zu. Die tun nichts, sagt er, bis ich es ihnen sage. Er wirft mir einen Seitenblick zu. Ich weiß, was er will. Er will sehen, ob ich Angst habe. Er will, dass ich Angst habe. Ich darf sie ihm nicht zeigen. Das hier ist ein Sadist. Den geilt das auf. Wenn ich ihm zeige, dass ich Panik habe, wird es eskalieren. Dann wird alles nur noch schlimmer. Runterschlucken, die Angst runterschlucken. Adrenalin schießt mir durch die Adern. So viel davon, dass meine Haut prickelt. Ich komme hier nicht mehr weg. Ich kann keine Hilfe rufen. Ich muss da jetzt durch. Ich muss kalt sein, ich muss frech sein. So tun, als würde ich die Gefahr nicht bemerken. Wir gehen ins Haus. Er führt mich zu seinem Waffenschrank. Na, fragt er scheinheilig grinsend, hast du jetzt Angst? Ich werfe all meinen Mut in die Waagschale und lache ihn aus. Ich muss abgebrüht sein und dreist, vorlaut und frech. Das finden Typen wie er auf eine andere Art und Weise geil. Es reizt ihren Eroberungs- und Jagdinstinkt. Es lenkt Typen wie ihn von ihren gestörten Vorhaben ab. Keine Angst zeigen, sonst eskaliert es. Wenn ich jetzt das Opfer gebe und winsel, bin ich tot. Wenn ich jetzt nicht gut schauspiele, liege ich in 2 Stunden in einer schwarzen Mülltüte, in Stücken. Wenn deine Waffen das Größte sind, was du mir zeigen kannst, bin ich aber mächtig enttäuscht. Komm, lass uns vögeln, zeig mir mal, was du so kannst, oder kannst du nix? Hallo, ich bin Huschke. Ich werde jetzt mit diesem Psycho ins Bett gehen. Ich werde es überleben, aber das weiß ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Magst du mich vielleicht begleiten? Denn ich möchte dir gern zeigen, was Prostitution ist, was die Wahrheit über Prostitution ist. Das ist das Intro des Buches. Sie merken, es ist unerschrocken im Ton und es ist persönlich. Was Sie jetzt nicht in dem Intro mitbekommen haben, dieses Buch hat insgesamt 418 Quellennachweise, also es ist tatsächlich dazu noch ein Sachbuch. Also das Persönliche wird hier gebraucht, um das Politische zu begründen. Wir sprachen eben darüber, in den 1970er Jahren gab es ja das Private ist politisch, diesen feministischen Spruch, das ist ein Motto. Würde das auch zu Ihrem Buch passen?
Oder ist es ein Motto, das Sie nachvollziehen können? Und wenn nicht, welches Motto wäre denn Ihr Motto? Ja, das Private ist politisch. Das ist ja ein Motto, das der Frauenbewegung ganz enorm auch geholfen hat in der Analyse. Bei mir war es so, dass ich irgendwann gemerkt habe, dass es immer so zwei Arten von Diskussionen gibt. Die eine ist total emotionalisiert und auch personalisiert. Also sozusagen, dass man sagt, ich bin Betroffene und es war für mich schlimm. Und das ist dann auch wirklich so, dass Leute Mitgefühl haben. Aber es ist dann eben einfach zu sagen, es tut mir leid für dich, du bist ein Einzelfall. Also wir müssen jetzt nichts machen, tut mir halt leid jetzt für dich. So. Aber wir müssen politisch nichts ändern. Und die andere Art der Debatte ist häufig so, dass sich viel über Zahlen unterhalten wird und Studien und Statistiken. Aber das Herz kommt total zu kurz. Es ist, als würden die Frauen in der Prostitution plötzlich so eine Masse werden, eine anonyme Masse, über die man politisch verfügen kann, so als wären wir keine Menschen. Und mir war es wichtig, in diesem Buch beides zu verknüpfen. Es ist ein Sachbuch, wie Sie gerade schon gesagt haben, mit über 400 Quellennachweisen zu allen möglichen Studien und Statistiken. Und mir ist wichtig, Menschen für die Diskussion in Sachen Prostitution auch Argumente mit an die Hand zu geben. Für den Kopf. Aber mir ist auch wichtig, dass Menschen mit dem Herzen verstehen, was Prostitution ist. Und dass sie fühlen, dass wir Menschen sind wie andere auch und dass es jedem hier so hätte passieren können, dass da einfach kein Unterschied ist zwischen uns Frauen mit Prostitutionserfahrung und anderen Menschen. Ihre Hauptthese in dem Buch, mal versucht von mir in eigenen Worten zusammenzufassen, der überwiegende Teil der vielleicht 400.000 Frauen, die sich in Deutschland prostituieren, machen dies nicht freiwillig, sondern unterliegen dem problematischen Kräfteverhältnis im Sexgewerbe. Das kann man ja jetzt in zweierlei Art und Weise lesen, dass es um Willkür und wirtschaftliche Ausbeutung geht, dann wäre es eben eine Frage von sozialer Gerechtigkeit. Da kann man dann mit Prävention, Ausstiegsideen und so, das verbindet, glaube ich, alle, die über Prostitution sprechen, also auch Gegner des nordischen Modells. Aber hier kommt jetzt noch eine zweite Sache hinzu, nämlich dieses Kräfteverhältnis im Sexgewerbe hat auch dazu geführt, dass quasi oder bedingt es, dass es systemisch Gewalt ausgeübt wird. Und bei Gewalt kommt was ganz anderes ins Spiel. Und wäre jetzt der zweite Punkt, der mir wichtig wäre, was wir nämlich versuchen müssen in dieser halben Stunde oder wollen, ist, dass wir sie in die Themen, die im Buch aufgenommen werden, um persönlich, aber vor allen Dingen auch sachbezogen in die Realität von Prostitution einzuführen. Hier kommt ein Kapitel vor, das zeigt Trauma, dass diese Gewaltausübung und dass man sich nicht gegen die Gewalt wehren kann, viel, viel früher anfängt als in dem Augenblick der Prostitution. Würden Sie uns ein wenig nicht lesen, sondern einführen in das, was Sie Trauma in diesem Kapitel beschreiben? Also Prostitution, das haben Sie ja gerade schon gesagt, die Gewalt fängt ja schon vor der Prostitution an. Also Prostitution rekrutiert sich ja aus Gewalt. Die Frauen in der Prostitution und auch wenige Jungs, die in der Prostitution sind, haben in der Regel eins gemeinsam, nämlich schon eine sehr heftige und meistens sexuelle Vorerfahrung. Also wenn man das mal ein bisschen verallgemeinern möchte, es sind Menschen, die Vergewaltigung erlebt haben, die Missbrauch erlebt haben, auch Prügel. Also es gibt auch mehrere Studien, die zeigen,
dass Frauen und Mädchen in der Prostitution als Kind überdurchschnittlich häufig von körperlicher und schwerer körperlicher Gewalt, also wir reden nie von Ohrfeigen, und auch sexueller Gewalt betroffen waren, aber auch von struktureller Gewalt, wie es zum Beispiel eben Armut ist oder Rassismus, was ja auch eine heftige Diskriminierungserfahrung ist. Und das wird auch jedem einleuchten, denn eine Internatsschülerin, eine 18-jährige Internatsschülerin aus einer gut bürgerlichen Familie, der noch nie was Schlimmes passiert ist, wird sich natürlich nicht einfach so, also die wacht nicht einfach so auf an einem Tag und denkt so, ja, ich könnte ja mal im Bordell arbeiten, sondern das hat immer eine bestimmte Vorgeschichte. Und die ist meistens sehr gewalttätig einfach schon. Sonst könnte man das ja auch gar nicht machen, wenn man es nicht schon gewohnt wäre. Es gibt ja diesen seelischen Mechanismus auch der Dissoziation, also auszusteigen aus seinem Körper, um die Gewalterfahrung, die man da gerade durchlebt, seelisch zu überleben. Und das können Missbrauchs- und Misshandlungsopfer eben sehr gut, weil sie es durch diese Gewalt vorher schon gelernt haben. Und wer es vorher noch nie konnte, lernt es in der Prostitution. Das ist das eine. Und das andere ist, dass diese Schicht, diese soziale und kulturelle Schicht, aus der sich das Prostitutionsmilieu rekrutiert, den Frauen und Mädchen häufig eben auch schon klar gemacht hat, dass sie als Frauen niedrigstehendere Wesen sind als Männer. Also diese sexuelle Unterordnung, die in der Prostitution passiert, ist für sie schon, die ist ihnen schon bekannt. Wenn Sie das Buch noch nicht, also für mich waren das wirklich eins der schwersten Kapitel zu lesen, wie Sie als Kind quasi in Ihrer Familie dauernd, die kleine Huschke-Mau, sagen wir jetzt mal, dauernd verprügelt wurden, dauernd, aber wirklich, und alle Geschwister auch, die eigene Mutter auch. Also es ist Gewalt von klein auf, die Sechsjährige, die Siebenjährige. Und dann passieren solche Sachen, die Zerstörung des Selbstbildes. Mit seiner Kommunikation, also der prügelnde Stiefvater, vergiftet er uns und seine gesamte Umgebung. Unsere Omas, unsere Tanten, unsere Onkel erzählt er Dinge von uns, die nicht stimmen und den Eindruck erwecken, wir seien verkommen. Also man hat... Die Identität wird fremdbestimmt. Ja? Das ist so suggestiv. Also es ist dann, die kleine Huschke-Mau bittet Gott jeden Abend, mir doch bitte endlich zu sagen, was mit mir nicht stimmt, damit ich es ändern kann. Das kennen wir ja viel bei Betroffenen und Überlebenden. Dieser Gedanke, dass sie es ja schuld sind. Körperliche und sexuelle Gewalt. Und dann kommt irgendwo auf Seite 36 der Wort, nichts an unseren Körpern gehörte uns selbst. Wir wurden nackt ausgezogen und es wurde gesagt, was an uns nicht gut ist, was nicht stimmt und irgendwas. Und diese Menschen, schreiben sie dann in einer Studie, zeigen, dass 83%, so habe ich es jetzt gefunden bei Ihnen, 83% aller Frauen in der Prostitution haben Kindheitstraumata. In der einen oder in der anderen Art und Sie haben uns dieses Trauma zur Verfügung gestellt, so wie Sie das erlebt haben. Und wenn wir jetzt diese Huschke-Mau sehen, wir kommen zur zweiten Stelle, die uns sehr wichtig ist, wie sieht es dann aus, wenn wir in die Hilfesysteme, Jugendamt und so weiter, dieser traumatisierte Mensch kommt jetzt dorthin und was ist ihm widerfahren? Das Hilfesystem, das den Einstieg in die Prostitution hätte verhindern können, hat es im Fall von Huschke-Mau nicht. Würden Sie lesen? Ja, das, was ich jetzt vorlese, klingt jetzt vielleicht schockierend, aber es hat eigentlich Tradition, dass junge Frauen, die in die Prostitution gehen, Mädchen waren, die mal mit dem Fürsorgesystem zu tun hatten, also die aus dysfunktionalen Familien kommen und Gewaltvorerfahrungen haben,
aber auch schon Kontakt hatten mit Sozial- und Fürsorgeämtern, mit Jugendämtern und so weiter und die sozusagen durch unser soziales Netz gefallen sind. Also zum Beispiel in Hamburg war das bis in die 80er Jahre so, dass die Zuhälter vom Kiez genau wussten, wo die Waisenhäuser sind und sich da vorgestellt haben, um die Mädchen anzusprechen, die dort wohnen mussten und sozusagen über Grooming eine Beziehung zu entwickeln und so. Ich bin dann von zu Hause weggelaufen und auf das Jugendamt gegangen. Genau, ich war in einer Mädchenzuflucht und hatte dann eben Kontakt mit dem Jugendamt. Den ersten Kontakt mit einem Amt habe ich kurz nachdem ich von zu Hause abgehauen und in die Mädchenzuflucht gekommen bin. Denn danach steht natürlich ein Gespräch auf dem Jugendamt an. Meine Bearbeiterin heißt Frau Schulze und zunächst findet ein Gespräch zwischen mir, ihr und einer der Sozialpädagoginnen aus dem Mädchenhaus statt. Ich soll berichten, warum ich meiner Meinung nach nicht mehr nach Hause zurück kann und das kostet mich unheimlich großen Mut. Während des Gesprächs sagt Frau Schulze mehrfach, sie finde das, was ich erzähle, unglaublich. Dass sie damit nicht glaubhaft meint, wird beim zweiten Treffen deutlich, als es ein sogenanntes Konfrontationsgespräch gibt, bei dem auch meine Eltern anwesend sind, also meine Mutter und mein Stiefvater. Hier erfahre ich, dass mein Stiefvater ist. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich geglaubt, er sei mein Erzeuger. Es ist ein schreckliches Gespräch, das ich nur eine Stunde durchhalte, bevor ich weinend rauslaufe. Denn Frau Schulze wechselt mit einem Schlag die Seiten. Zunächst eröffnet sie das Gespräch mit der Bitte, ich möge doch meinen Eltern einmal schildern, warum ich nicht nach Hause zurück möchte. Das Herz schlägt mir bis zum Hals, ich bin total verkrampft und habe das Gefühl, mir vor Angst gleich in die Hose zu pinkeln. Ich soll meinem Stiefvater ins Gesicht sagen, was er uns angetan hat. Wenn das hier nicht hinhaut, wenn ich nach so einer Aktion wieder nach Hause muss, dann, das weiß ich genau, kann ich froh sein, wenn er mich nur krankenhausreif und nicht totprügelt. Ich spreche also aus, dass ich die Schläge, die mich und alle anderen Familienmitglieder getroffen haben, nicht mehr aushalte. Und das Schmierentheater beginnt. Denn meine Mutter fängt an zu weinen und mein Stiefvater, ganz der überraschte, aber verständnisvolle Papa, nimmt ihre Hand und tätschelt sie. Sie meint das nicht so. Da wendet Frau Schulze sich mir zu und fragt, ja, stimmt das denn, was deine Eltern sagen? Was sagst du denn dazu? Bist du weggelaufen, weil du zu wenig Taschengeld bekommen hast? Ist es so, ja? Mir ist so anders, dass ich glaube, gleich ohnmächtig zu werden. Da nimmt unterm Tisch die Mädchenhaussozi meine Hand und drückt fest zu. Und ich verstehe. Jemand glaubt mir. Ich bin nicht verrückt, egal wie hundeelend ich mich gerade fühle, aber ich bin nicht verrückt. Es ist alles wirklich so passiert und ich habe es mir nicht eingebildet. Und so wiederhole ich, was ich schon zuvor gesagt habe. In dieser Familie werden wir alle regelmäßig windelweich geprügelt. Dass die Jugendamtstante mir nicht glaubt, realisiere ich sehr wohl. Dass meine Eltern bereit sind, mich als Lügnerin hinzustellen und einfach alles, was passiert ist, zu leugnen, ist ebenfalls deutlich. Aber neben mir sitzt jemand, der mir glaubt. Und die Psychologin aus dem Mädchenhaus ist auch dabei. Das Mädchen ist dermaßen misshandelt und verwahrlost, dass es bereits körperliche Symptome gibt. Sie kann nicht mal mehr für die Schule lernen, weil diese ständige Anspannung bei ihr einen Dauerkopfschmerz ausgelöst hat, der bereits seit über einem Jahr anhält, gibt sie zu bedenken. Dass solche Vorfälle regelmäßig auf Jugendämtern vorkommen, lerne ich in den Jahren danach. Denn im Mädchenhaus wohnen Mädchen, die von zu Hause abgehauen sind, weil sie sexuell missbraucht oder körperlich misshandelt wurden. Und um sie alle kämpfen die Betreuerinnen dort. Gegen das Jugendamt, das familienzusammenführend arbeitet, was bedeutet, dass die Kinder, sobald es geht, wieder in die Familie zurück sollen. Und sobald es geht, ist ein dehnbarer Begriff. Ein Mädchen, das von seinem Vater regelmäßig vergewaltigt wird, sitzt mit eben jenem in einem Konfrontationsgespräch auf dem Jugendamt. Ihr Vater gibt alles zu und bittet um Verzeihung. Da hörst du es,
sagt die Fallbearbeiterin. Er hat sich entschuldigt und gesagt, dass er es nie wieder tun wird. Wie schön, da kannst du ja jetzt wieder nach Hause gehen. Dass die Mädchenhausmitarbeiterinnen sich so für uns einsetzen, hat seinen Preis. Ein paar Jahre später wird ihnen von der Stadt das Recht entzogen werden, in Obhutnahmen aufzunehmen, also Mädchen zu beherbergen, die von zu Hause abgehauen sind. Jetzt dürfen sie nur noch Mädchen aufnehmen, die ihnen vom Jugendamt zugestellt werden. Dass meine Eltern nie nach mir fragen, macht mich fertig, denn ich bin ja nicht nur wegen meines eigenen Wohls weggelaufen. Ich hatte Hilfe holen wollen. Ich hatte wirklich ernsthaft gedacht, wenn ich weglaufe und mich an jemanden wende, dann werden die Dinge anders. Stattdessen ändern meine Eltern jetzt permanent ihre Telefonnummer und gehen nicht mehr direkt ran. Sie warten so lange, bis der Anrufbeantworter sich einschaltet, hören dann, wer es ist, und wenn ich es bin, heben sie nicht mehr ab. Das war für mich sehr schlimm. Also meine Eltern haben sozusagen mit mir den Kontakt abgebrochen, als ich abgehauen bin, und ich durfte meine Geschwister nie mehr sehen. Das war das Allerschlimmste. Irgendwann kam dann der Tag, als ich aus dem Mädchenhaus ausziehen musste, weil das Jugendamt einfach gesagt hat, so, du bist jetzt volljährig und egal wie traumatisiert du bist und was du alles kannst oder nie kannst an Life Skills, ist egal, wir bezahlen es nicht mehr und wir bezahlen auch keine Nachbetreuung. Also Sie müssen sich das vorstellen, dass man sozusagen von einem auf den anderen Tag komplett raus ist. Der Auszugstermin rückt immer näher und noch immer habe ich keine Wohnung, in die ich ziehen könnte. Denn um als junger Mensch einen Mietvertrag zu bekommen, braucht es Einkommensbescheide, die ich nicht habe. Ich habe keine Ahnung, wovon ich zwischen Auszugstermin und Beginn des Studiums die Miete zahlen soll. Das Jugendamt, normalerweise dafür zuständig, verweigert mir diese Hilfeleistung. Und die Bürgschaft, die Erstmieterinnen vorlegen müssen, kann ich nicht beschaffen. So etwas bekommt man normalerweise von seinen Eltern oder von einem solventen Erwachsenen, mit dem man in einem guten Vertrauensverhältnis steht. Ich kenne keine Erwachsenen, auf die das zutrifft oder die das für mich tun würden. Woher soll ich mehrere hundert Euro nehmen? Woher kann ich jetzt die Miete bekommen für die Monate, in denen ich in der neuen Wohnung wohnen werde, ohne dass das Studium begonnen hat und ich damit Anspruch auf BAföG habe? Bevor ich aus dem Mädchenhaus ausziehe, kommt es zu mehreren Terminen auf dem Jugendamt, die sämtlich katastrophal verlaufen. Während dieser Gespräche bekomme ich regelmäßig das Gefühl, ein Störenfried zu sein, und die Schwarzmalerei der Jugendamtsmenschen nutzt mir überhaupt nicht. Ist denn nichts geerbt worden, fragt mich Frau Schulze vom Jugendamt. Und kannst du nicht deine Oma fragen, ob sie dir aushelfen und deinen Lebensunterhalt für ein paar Monate bestreiten kann? Also völlig absurd, ne? Neben mir sitzt die Psychologin des Mädchenhauses, die sich sehr einsetzt und schwer atmet. Haben Sie überhaupt mal in die Akte dieses Mädchens geschaut, ruft sie. Es nutzt nichts und ich werde immer verzweifelter und trauriger. Was soll ich denn jetzt machen? Ich sitze vor einem Haufen Anträge, die mir nichts bringen, weil keiner zuständig ist für mich. Immer wieder werde ich auf meine Eltern verwiesen. Deine Eltern sind zuständig, sagt Frau Schulze. Die müssen sich kümmern. Ja, tun sie aber nicht. Mir wird klar, die Mitarbeiterinnen der Ämter verstehen meine Lage nicht. Die sind überfordert mit mir und ich bin es auch. Wenn das so weitergeht, stehe ich mit dem Auszugstermin auf der Straße. Aber ich will überleben. Ich weiß, wie das geht. Ich muss handeln. In dieser ausweglosen Situation kommt mir die Idee, anschaffen zu gehen. Ich muss hier raus, aber ich habe kein Geld und keinen Durchblick und niemand hilft mir. Die Cousine eines Mädchens aus der Zuflucht ist Prostituierte und ich überlege, ob ich das wohl auch könnte. Ich bin stark und ich will überleben. Hier ist die Stelle im Buch, an der Huschke Mau hätte gerettet werden können, ist aber nicht so. Der große Teil des Buches geht dann über Prostitution, ihre eigene Karriere in der Prostitution. Die fassen wir zusammen, viele von Ihnen haben Einblicke. Ich rufe einige der Kapitelüberschriften und Sie erzählen dann, was Sie wollen. Und zwar gibt es in diesem erzählerischen
Sachbuch, Kapitel zu Minderjährigen in der Prostitution, zu Prostitution und Rassismus und dann zu Gewalt durch Freie. Und dann hin zum Ende, bevor es dann in die politische Diskussion geht, wie hält man das aus? Sie sagten schon das Wort Dissoziation. Man empfindet eine Rolle und man schafft sich quasi ab. Also, was man in der Prostitution erlebt, ist ja sehr vielfältig. Sie haben jetzt einige Sachen schon angesprochen. Auf das Thema Rassismus würde ich gern kurz eingehen. Also Prostitution ist ja nicht nur eine frauenverachtende Institution, sondern auch eine rassistische Institution. Weil wenn wir schauen, woher sich der Prostitutionsmarkt rekrutiert, sind es eben meistens rassistisch diskriminierte Frauen, die wir dort in der Mehrheit vorfinden. In den USA sind es eben meistens schwarze Frauen, die eben die Mehrheit der Prostituierten stellen. Hier in Deutschland sind es eben momentan Frauen aus Südost- und Osteuropa. Und da ist wieder dieses, Prostitution rekrutiert sich aus Gewalt, es ist Gewalt und es führt zu Gewalt. Es geht beim Rassismus eben genauso. Es rekrutiert sich aus Rassismus, denn wenn diese Frauen diese rassistisch diskriminierte Vorerfahrung nicht hätten, wie zum Beispiel die Romnia aus Rumänien, die dort stark rassistisch diskriminiert werden, die nicht in die Schule dürfen und keinen Ausbildungsplatz kriegen und damit sozusagen, ja, fast schon, man muss schon sagen, fast gezwungen werden, diesen Ausweg in die Prostitution nach Deutschland zu wählen, dann ist Prostitution an sich rassistisch. Da kann ich Ihnen wirklich nur empfehlen, mal in die Annoncen im Internet zu gucken oder auch die Anzeigen in den Schundplättchen, die sowas drucken, wie die Frauen dort beworben werden. Also schwarze Frauen werden dort regelmäßig mit dem Begriff Schoko beworben. Es gibt slawischen Rassismus, asiatischen Rassismus und damit verstärkt sich ja auch in jedem Freier, der aufgrund eines, also das ist ja wie ein Fetisch, dass Freier schreiben diesen Frauen aufgrund ihrer Nationalität und Volkszugehörigkeit bestimmte Eigenschaften zu. Die Latina ist feurig und hat einen dicken Hintern. Die Schwarze ist promiskuitiv und die Ostblockfrauen sind sowieso alles Schlampen und unterwürfig. Das ist, was Freier denken, und sie verstärken diese Denke mit jedem Mal, manifestieren und zementieren sie das mit jedem Mal, wo sie ins Bordell gehen. Und jetzt erzähle ich Ihnen bestimmt nichts Neues, wenn ich Ihnen sage, dass dieses Denken, was sich in den Freiern manifestiert hat, sich nicht nur auf Prostitution beschränkt. Ja, wenn wir jetzt einen Freier nehmen, der 5 Jahre lang jeden Monat 2-mal ins Bordell geht und dort seinen Fetisch auslebt für devote Asiatinnen, der guckt in der U-Bahn Asiatinnen ganz sicher nicht mehr vorurteilsfrei an. Als Frau nicht, aber auch nicht als Asiatin. Und das meine ich, wenn ich sage, also Prostitution rekrutiert sich aus Rassismus, ist Rassismus und führt auch zu Rassismus. Genau dasselbe ist es ja auch mit Frauenfeindlichkeit. Mir ist wichtig, dass immer alle verstehen, es gibt ganz viel Gewalt in der Prostitution. Wir haben ja seit dem Jahr 2000 über 110 ermordete Frauen und Mädchen, auch allein in der deutschen Prostitution. Das sind Frauen, die finden wir zerstückelt in Mülltüten am Straßenrand oder die werden lebendig in die Weser geworfen mit einer Betonplatte an den Füßen oder wir finden sie in irgendwelchen Kühltruhen. Und es wird immer so als Einzelfall hingestellt, genauso wie all die andere Gewalt, die Frauen und Mädchen in der Prostitution erleben, die Schläge, die Vergewaltigungen, der Raub. Aber es ist ja kein Zufall, dass
Prostitution, diese, ich nenne das mal extra Gewalt, so anzieht, sondern das passiert, weil Prostitution Gewalt ist. Denn der Kern von Prostitution ist ja, dass ein Mann ins Bordell geht und mit einer Frau Sex hat und nachher nicht sagen kann, ob die das eigentlich wollte. Und das ist dem auch egal. Und das ist ja eine Denke, die kennen wir von Vergewaltigern. Also wer schläft denn mit einer Frau und es ist ihm egal, ob die das will? Vergewaltiger. Und wenn sie schon als Mann dieses Mindset haben, dass ihnen das egal ist, ob die Frau jetzt wirklich mit ihnen schlafen will, dann ist ja der Schritt zu noch mehr Gewalt ist ja minimal. Also der dann ihn runterzuhauen, wenn die nie so bläst, wie sie das wollen, oder die umzubringen, also Freier bringen Frauen für unmögliche Sachen um, weil sie sie nie hübsch finden, weil sie den Analverkehr nie so ausführen, wie das gewünscht wird, weil sie das Angebot ablehnen, für 10 Euro mit ihnen zu schlafen. All dafür wurden in Deutschland schon Frauen von ihren Freiern umgebracht. Und ich möchte, dass Sie verstehen, dass diese Extragewalt, dass wir die nicht wegkriegen, weil sie systemimmanent ist. Prostitution ist Gewalt, ist ein Übergriff an sich und zieht damit Extragewalt immer an. Und wir können diese Extragewalt nicht abschaffen, erst wenn wir Prostitution abschaffen. Wir kommen ja jetzt gleich auf das, was die Legalisierung, die wir seit vielen Jahren in Deutschland eben, dass Prostitution legal ist, das war ein reformerischer Gedanken und die These, die im Raum steht, ist eben, dass es aber anders gewirkt hat. Es hat zu mehr Gewalt geführt, das wird in Ihrem Buch dargestellt und es ist auch sehr konsumistisch, ja? Hat zu sehr viel Verobjektivierung geführt, weil ich habe ja was bezahlt und du hast es eben auch so anerkannt und weil wir diesen Vertrag haben, darf ich den eben erfüllen, so, also wie die Miele-Waschmaschine. Und das haben Sie auch sehr eindrücklich, diese Bewegung der Verobjektivierung sehr eindrücklich dargestellt. Es endet dann, dass Sie sagen, die liberale Prostitutionsgesetzgebung hat dafür gesorgt, dass mehr Männer Sex kaufen. Diese große Nachfrage erzeugt einen Sog, in dem Menschenhändler und Zuhälter und Bordellbetreiber das immer größer werdende Angebot an Frauen stellen, weil es nicht genug Freiwillige gibt. Und da werden Sie zur Aktivistin. Wie Huschke-Mau den Ausstieg geschafft hat, wie kompliziert das war, das müssen Sie lesen. Das ist so schön, ich sehe gerade das Bild, dass eine Katze dabei eine Rolle gespielt hat, ist kein Kitsch, sondern es ist zutiefst rührend. Dadurch, dass Sie haben etwas gehabt, für das Sie besonders stark sein mussten, das Sie retten wollten. Und das hat Ihnen vielleicht den Ausstieg auch ermöglicht, wie Sie schreiben. Aber wir kommen jetzt dazu, warum Sie zur Aktivistin geworden sind. Also, das, was ich erlebt habe in der Prostitution, hat ja auch ganz zwingend was mit dem Prostitutionssystem, das wir haben, zu tun, nämlich damit, dass es legal ist, Sex zu kaufen als Freier. Und ich möchte Ihnen jetzt zusammenfassen, was die Folgen dieser Legalisierung sind. Das Erste, wenn man zum ersten Mal damit in Berührung kommt, dann denkt man immer, ja, wenn wir das legalisieren, dann ist alles sauber. Dann haben wir ein Hellfeld, das wir kontrollieren können. Dann ist alles nie ganz so schlimm. Das ist in Sachen Prostitution ziemlich in die Hose gegangen. Es ist egal, unter welchen Bedingungen Prostitution stattfindet. Sie ist und bleibt sexueller Missbrauch. Das von der anschaffenden Frau gegebene Ja ist kein Ja zum Sex. Es ist ein Ja zu dem Geld, das sie braucht. Es bleibt ein Nein zum Sex. Dieser ist nicht wirklich gewollt.
Ungewollter Sex ist sexueller Missbrauch. Ein Geldschein ändert daran nichts. Sexueller Konsens ist nicht käuflich. Eine Gesellschaft, die Sexkauf, also Freiertum, akzeptiert, ist eine Gesellschaft, die übergriffiges Verhalten von Männern akzeptiert und die findet, dass es in Ordnung ist, wenn Frauen unerwünschten Sex haben, ihn dulden, damit sie überleben können. Das ist erstens lustfeindlich, denn kein Geld der Welt ersetzt sexuelle Lust, und zweitens frauenverachtend. Es ist problematisches Verhalten, das Freier an den Tag legen, wenn sie mit einer Frau schlafen, von der sie nicht wissen können, ob sie den Sex wirklich haben will. Freier sind Männer, die mit Frauen Sex haben und danach nicht sagen können, ob sie gerade eine Vergewaltigung begangen haben und denen das egal ist. Das ist problematisches sexuelles Verhalten. Das künstliche Aufspalten von anschaffenden Frauen in die, die sich ihre Kunden aussuchen können, und die, die zwangsprostituiert sind, durch Zuhälter, Umstände und Armut, macht keinen Sinn. Denn am Ende ist mindestens ökonomischer Druck da. Dass einige Frauen in der Prostitution mehr Handlungsfreiheit haben als andere, ändert nichts daran, dass Prostitution ein Ausbeutungssystem ist. Prostitution ist nicht deswegen schlecht, weil einige Frauen zur Prostitution gezwungen werden, sondern Prostitution ist deswegen problematisch, weil sie Männern erlaubt, sexuell absolut inakzeptable Verhaltensweisen auszuagieren, wie zum Beispiel mit einer Frau Sex zu haben, obwohl kein authentischer sexueller Konsens hergestellt werden kann. Prostitution als System zu akzeptieren und zu legalisieren, hat unserer Gesellschaft nichts Positives gebracht. Die Ziele der liberalisierenden Gesetze, Prostitution sicherer zu machen, aus der Kriminalität zu holen, den Frauen Zugang zu Sozialsystemen zu ermöglichen, wurden alle verfehlt. Legalisierung führt zunächst dazu, dass anschaffende Frauen keine Ausstiegsprogramme mehr gestellt bekommen. Und das ist auch ganz logisch, denn wenn wir so tun, als wäre Prostitution ein ganz normaler Beruf, brauchen wir keine Ausstiegsprogramme. Wenn eine Friseurin oder Ingenieurin sagt, sie hat keinen Bock mehr auf das, was sie da macht, braucht sie auch kein Ausstiegsprogramm. Und so stellt sich das dann der Staat bei Prostitution auch vor. Die zweite Folge der Legalisierung ist, das sexuell problematische Verhalten von Männern wird entproblematisiert und der sexuelle Missbrauch verschleiert. Alles im Prostitutionssystem erfährt ein Renaming. Aus Bordellbetreibern werden Vermieter, aus freien Kunden, aus prostituierten Dienstleisterinnen. All das ändert nichts an dem Trauma und der Verletzung, die Prostitution produziert, und es hilft nicht gegen das Stigma. Überall dort, wo es Prostitution gibt, sind es anschaffende Frauen, die das Stigma tragen und die sich schämen sollen. Legalisierung führt nur dazu, dass die Freier sich nicht mehr für das schämen müssen, was sie tun, wenn sie es überhaupt jemals getan haben, weil es sich jetzt um das Kaufen einer ganz normalen Dienstleistung handelt. Freier werden in ihrem Verhalten durch liberale Prostitutionsgesetze bestätigt und ermutigt. Wenn sie nicht zufrieden sind mit dem, was sie bekommen, dem Service, der Performance, versuchen sie, Frauen vor Gericht zu ziehen, oder sie fordern den Service, den sie beanspruchen, durch Nachdruck oder Gewalt ein. Sie glauben, sie hätten ein Recht auf Sex. Schließlich haben sie ja bezahlt. An dieser Stelle nenne ich immer gerne ein Beispiel. Und zwar hatte ich in der Zeitung gelesen, bestimmt schon 4 Jahre her, dass ein 19-jähriges Mädchen aus Winnenden von ihrem Freier verklagt worden ist, wurde vor Gericht gezerrt, weil er keinen Orgasmus hatte. Und es klingt jetzt ein bisschen lustig, aber die musste wirklich Geld bezahlen, ne? Und wir vom Netzwerk Ella haben das dann bezahlt. Und dann kam raus, das Mädel war durch eine Vergewaltigung, die sie selbst nie verarbeitet hat, in die Prostitution geraten und wollte aussteigen. Konnte dann aber nie aussteigen, weil sie ja das Geld bezahlen musste. Und der Staat hat sozusagen dafür gesorgt, dass sie weiter anschaffen muss, weil sie dieses Geld bezahlen musste. Und es hat mich unendlich empört, dass es also möglich ist in Deutschland, dass Männer Frauen wegen Sex vor Gericht zerren und auf Sex also verklagen können. So.
Ich bin da nie generell dagegen. Ich fände es zum Beispiel schön, wenn Frauen mal all ihre Orgasmen einklagen können. Dann wären wir alle reich. Aber so finde ich, ist es eine ganz schöne Zementierung des Patriarchats. Also das sollte niemals, egal ob in der Prostitution oder irgendwo, erlaubt sein, dass ein Mann eine Frau verklagt, weil er nie zum Orgasmus gekommen ist. Das Freierverhalten brutalisiert sich überall dort, wo Sexkauf erlaubt ist. Die Sexpraktiken werden immer gewalttätiger und demütigender, weil es schließlich ein ganz normaler Service ist, der gebucht wird. Freier behandeln Frauen mehr und mehr wie Ware und nicht mehr wie Menschen. Sexkauf zu legalisieren führt außerdem zu mehr Vergewaltigungen und Morden an prostituierten Frauen. Legalisierung produziert mehr Freier. Gesetze haben eine normative Wirkung. Wenn der Gesetzgeber rückmeldet, dass es in Ordnung ist, etwas zu tun, werden mehr Menschen es tun. Die Konsequenz sehen wir in Deutschland, wo jeden Tag über 1 Million Männer in die Bordelle gehen. Dort, wo es mehr Freier gibt, gelangt mehr Geld in das Rotlichtmilieu. Neue Bordelle öffnen und das bedeutet, es werden mehr anschaffende Frauen gebraucht, die in diesen Bordellen arbeiten. Das ist der Punkt, an dem Menschenhändler und Zuhälter ins Spiel kommen. Es wird niemals genügend Frauen geben, die freiwillig anschaffen. Der größte Teil wird immer gezwungen werden müssen. Eine Gesellschaft, die Prostitution akzeptiert und legalisiert, ist also eine Gesellschaft, die gleichzeitig Menschenhandel und Zwangsprostitution in Kauf nimmt. Legalisierung führt zu mehr Freiern, führt zu mehr Bordellen, führt zu mehr Menschenhandel und Zwangsprostitution, weil Zuhälter und Menschenhändler hier die Chance sehen, viel Geld zu machen. Und weil Frauen zur Prostitution zu zwingen, überall dort, wo es viele Freier gibt, ein sicherer Weg ist, viel Geld zu machen. Es handelt sich also um eine Spirale nach unten. Mehr Freier, mehr Bordelle, mehr gehandelte und zwangsprostituierte Frauen und damit eine Abstumpfung der Freier und der Gesellschaft gegenüber dem Leid von Frauen, damit dann noch mehr Männer, die Freier werden, noch mehr Bordelle und so weiter. Es ist wie ein Sog und mehr Nachfrage durch Freier bedeutet, dass mehr und mehr Frauen und Mädchen in die Prostitution gezogen werden, auch mit Gewalt. Schließlich lässt sich mit ihnen Geld machen. Deutschland ist das Bordell Europas und diesen Titel hat es sich hart erarbeitet. Dass Zwangsprostitution und Menschenhandel hier formal verboten sind, ändert daran nichts, denn Zuhälter und Frauenhändler nutzen die legalen Strukturen, die sie hier vorfinden. Es sind legale Bordelle, zugelassene Straßenstriche, auf denen die Gewalt stattfindet. Mehr Freier, das bedeutet für eine Gesellschaft auch mehr Männer, die sich sexuell problematisch verhalten und Sex ohne Konsens und das Schlafen mit einer Frau, die eigentlich gar nicht will, okay finden. Dieses Verhalten bleibt nicht hinter geschlossenen Bordelltüren. Freier tragen es hinaus in die restliche Gesellschaft. Es ist ein Verhalten, das einen Einfluss auf alle Frauen hat, denn alle Frauen einer Gesellschaft haben mit Freiern zu tun, ob sie es wissen oder nicht. Und überall dort, wo Sexkauf akzeptiert ist, erhöht sich die Rate sexueller Übergriffe auch auf nicht prostituierte Frauen. Eine Gesellschaft, die Freiertum akzeptiert, ist eine Gesellschaft, die Gewalt gegen Frauen akzeptiert. Und das ist garantiert nicht der Schritt, den wir brauchen, wenn wir mehr Gleichstellung in der Gesellschaft erreichen wollen. Jede Liberalisierung der Prostitution führt zu einer Abstumpfung der Gesellschaft gegenüber Gewalttätigkeiten gegen Frauen. In Deutschland dürfen Zuhälter im Fernsehen öffentlich darüber lachen, dass die Polizei es für Sklaverei hält, wenn ihre Frauen 16 Stunden am Tag anschaffen müssen. Zuhälter, Menschenhändler und Bordellbetreiber haben in Deutschland wahnsinnig gut lachen. Freiertum zu legalisieren und zu akzeptieren vertieft und verstärkt jede einzelne Diskriminierungsform, die es in einer Gesellschaft überhaupt nur geben kann. Sexismus, Rassismus, Klassismus und andere. Denn die Diskriminierung wird fetischisiert, mit sexueller Degradierung verbunden und ausagiert. Entschuldigung. Oh Mann. Verzeihung, es ist die
beginnende Bronchitis, die ich von meiner kleinen Nichte mitgebracht habe. Man soll ja nie ohne Gastgeschenk kommen. Frauen werden aufgrund zugeschriebener rassischer Eigenarten beworben, fair und gekauft. Ein Freier, der sich zweimal im Monat devote Asiatinnen im Bordell kauft, wird auch außerhalb des Bordells Asiatinnen nicht mehr vorurteilsfrei wahrnehmen. Prostitution entsteht nicht nur aus Verachtung von Frauen und Rassismus, sie führt auch zu noch mehr Frauenverachtung und Rassismus. Wir leben in Deutschland in einer Gesellschaft, die kein Problem darin erkennt, dass hier massenweise junge Frauen aus bestimmten sozialen Schichten und aus den ärmsten Ländern Europas als Sexsklavinnen für Männer in Deutschland gehandelt und missbraucht werden. Man schämt sich hierzulande nicht nur nicht dafür, es ist einem diese Schande zumeist nicht einmal bewusst. Wie in Kolonialzeiten werden diese ausgebeuteten Frauen begafft. Die Frankfurter Bahnhofsviertelnacht ermöglicht es soliden Menschen, Party zu machen, zu feiern und diejenigen Frauen zu beglotzen, deren einziger Lebenszweck es hierzulande zu sein scheint, deutsche Männer sexuell zu befriedigen. Mitgefühl und Entsetzen werden abgelöst durch Partystimmung und eine kaum verhohlene Sensationsgeilheit. Das ist entwürdigend, unmenschlich und rassistisch, aber eben eine Konsequenz davon, dass Prostitution in Deutschland als unangetastetes Männerrecht gilt. Und mal so nebenbei als Möglichkeit, kolonialistische und rassistische Verhaltensweisen wieder auszugraben und auszuagieren. Legalisierung bedeutet, mehr Rassismus zu erzeugen und zu dulden. Freier sprechen sogar aus Syrien geflüchtete Frauen an. Dabei sollten wir diese schützen. Und Sie haben alle bestimmt schon davon gehört, dass auch ukrainische Frauen von Zuhältern und Menschenhändlern in die Prostitution verschafft worden sind. Und dass Freier auch an Bahnhöfen standen und dachten, sie können sich jetzt mal ihre kleine Privatprostituierte mit nach Hause nehmen, weil die Ostblockfrauen sind ja sowieso alles Prostituierte. Dort, wo Sexkauf als okay gilt, herrscht eine lustfeindliche und frauenfeindliche Moral, die darauf abzielt, sexuellen Konsens durch einen Geldschein zu ersetzen und die beinhaltet, dass Sex etwas ist, auf das Männer ein Recht und das Frauen zu liefern haben. Sexkauf bedeutet, in schlimmsten Traditionen von sexuellem Verhalten zu verharren. Alles ist auf die Bedürfnisse des Mannes ausgerichtet. Die Befriedigung der Frau ist völlig egal, ja sogar ob sie auf den Sex Lust hat, ist irrelevant. Dort, wo Prostitution stattfindet, kann es gar keine sexuelle Befreiung geben. Die Legalisierung von Prostitution ist etwas, das die ganze Gesellschaft betrifft und verändert. Was wäre, wenn wir etwas zum Positiven verändern könnten? Wenn wir anschaffende Frauen nicht mehr durch eine Legalisierung der totalen Verkapitalisierung aussetzen würden? Wenn wir anschaffende Frauen nicht mehr mit so vielen Sonderregeln bombardieren und den durch die Legalisierung explodierten Prostitutionsmarkt irgendwie eindämmen würden? Was wäre, wenn wir gedanklich mal von einer Gesetzgebung wegkämen, die Freiern problematisches sexuelles Verhalten erlaubt und zugleich daran arbeitet, ihnen kontrollierte und überwachte Frauen zur Verfügung zu stellen? Was wäre, wenn wir von dem ewig gleichen Scheinargument, das hat es doch schon immer gegeben, mal wegkämen? Bei Armut und Mord würden wir das schließlich auch nicht sagen. Was wäre, wenn wir eine gesellschaftspolitische Vision entwickeln würden von einer Gesellschaft, die Sexkauf und den negativen Einfluss von Prostitution auf Frauenrechte innerhalb einer Gesellschaft eben nicht mehr akzeptiert? Prostitution ist klassistisch, sexistisch und rassistisch. Sie rekrutiert sich aus Gewalt, sie ist Gewalt und sie führt zu Gewalt. Wozu brauchen wir das? Dass Männer Sex kaufen, hat absolut keinen Nutzen für die Gesellschaft. Im Gegenteil, es fügt ihr Schaden zu. Was, wenn es wirklich machbar wäre, die aktuelle Situation zu verbessern? Wenn es möglich wäre, dass Frauen gar nicht erst in die Prostitution geraten? Wenn wir aufhören würden, Prostitution hinzunehmen und zu verwalten und alles nur immer schlimmer zu machen. Wenn wir aufhören würden, so zu tun, als wäre Prostitution eine feste Größe. Und wenn wir anerkennen würden, dass Prostitution sexuelle Gewalt ist und wir die Konsequenzen daraus ziehen würden, was wäre dann? Wäre das möglich? Ja, das wäre es.
In Schweden funktioniert es seit einem Vierteljahrhundert mit dem nordischen Modell. So, und jetzt würde ich Ihnen gerne noch kurz erklären, was das nordische Modell ist. Das nordische Modell existiert also in Schweden seit 25 Jahren und ein Land nach dem anderen übernimmt es. Kanada, Frankreich, Israel hat es jetzt auch und natürlich Norwegen, Island und so weiter. Und das nordische Modell besteht aus mehreren Säulen. Die erste ist natürlich, dass Sexkauf bestraft wird. Also das freier zu sein ist nicht erlaubt. Und es gibt entweder Bußgelder oder Gefängnisstrafen, meist auf Bewährung ausgesetzt, aber immerhin. Das zweite ist, dass Frauen und Mädchen und auch Jungs in der Prostitution vollkommen entkriminalisiert sind. Das erleichtert ihnen, sich an die Polizei und an Hilfestellen zu wenden, da es keine Regeln mehr gibt, gegen die sie verstoßen haben. Es gibt keinen Sperrbezirk mehr, keine Anmeldung, nichts mehr, wo sie dagegen verstoßen und sich strafbar machen würden, was sie dann daran hindert, sich an die Polizei zu wenden. Das Erpressungspotenzial ist sozusagen gleich null. Das dritte ist, dass genügend Ausstiegsplätze und Programme bereitgestellt werden für Frauen und Mädchen in der Prostitution und dass in der Gesellschaft auch viel aufgeklärt wird darüber, also schon in der Schule. Ich sage immer, es ist ein Unterschied, ob man ein Junge ist, der in Amsterdam groß wird, wo man sieht, die Frauen stehen in Schaufenstern, ich kann sie mir kaufen, wie irgendein Möbelstück oder ein Döner. Oder ob ich ein Junge in Schweden bin, wo schon in der Schule klar gemacht wird, wir kaufen uns keine Menschen. Das ist widerlich, wir machen sowas nicht. Und dieses nordische Modell hat eben bestimmte sehr positive Auswirkungen auf eine Gesellschaft. Das erste ist, Prostitution wird sicherer. Das können Sie sich selber schon vorstellen, also wenn Sie in Deutschland ein Freier sind, gehen Sie mit einem Mindset in den Puff von, ich habe bezahlt, ich darf das hier und es kann mir scheißegal sein, ob die das freiwillig macht, aber ich darf das jetzt hier auch durchsetzen. In Schweden gehen Sie zu einer Prostituierten als Freier und wissen, schon mit dem Ansprechen dieser Frau haben Sie sich strafbar gemacht und die muss nur zum Telefon greifen und die Polizei anrufen und ihr passiert nichts und Ihnen passiert alles. Ihre Familie erfährt davon, ihr Arbeitgeber erfährt davon, sie haben Bußgeld und eine Gefängnisstrafe auf Bewährung. Das ist nicht die Situation, in der sie übermäßige Gewalt anwenden wollen, um alles noch schlimmer zu machen. Also Prostitution wird sicherer, es gibt weniger Zwangsprostitution und Menschenhandel, klar, weil es sich nicht mehr lohnt, in einem Land, wo es so wenige Freier gibt, Frauen da hinzuhandeln und zur Prostitution zu zwingen, sondern Deutschland ist das Menschenhandelszielland Nummer eins. Eben nicht mehr die Länder, wo das nordische Modell existiert. Und es findet natürlich ein Einstellungswandel in der Gesellschaft statt. Also die nordischen Länder sind ja nicht umsonst uns in Sachen Gleichstellung so viel voraus. Das hat eben auch damit zu tun, dass es eine hohe Symbolkraft hat, wenn ein Geschlecht das andere kaufen kann. Das hat eine hohe Symbolkraft und das betrifft eben alle Frauen. Und wenn man Männern verbietet, Sex zu kaufen und wenn man Männern verbietet, dass sie sich hinstellen und sagen, ich habe jetzt einen Fuffi hingelegt und jetzt darf ich mit ihr schlafen und es kann mir total egal sein, ob die das freiwillig macht, dann führt das auch dazu, dass Männer mehr Respekt haben vor Frauen und dass Männer endlich mal in ihre Schädel reinkriegen, was sexueller Konsens ist. Länder, in denen das nordische Modell existiert, haben ein anderes Gefühl dafür, was sexueller Konsens ist. Schweden ist mit den Vergewaltigungsgesetzen weiter als wir. Und das ist eben kein Zufall. Also das nordische Modell hat eine Auswirkung auf alle Frauen, es stellt sie besser gleich und es schützt auch alle Frauen, auch die, die eben
Nicht in der Prostitution sind besser vor sexueller Gewalt, weil es die Definition von sexuellem Konsens schärft. Also wir haben Einblick bekommen in das Buch und in die These, dass diejenigen, die sagen, sie machen es freiwillig, die Frauen, die es wollen, oft doch gar keine Frauen sind, die es wollen, sondern dass es Gründe gibt, wie sie dahin gekommen sind. Das war das Buch. Wir haben jetzt das Modell bekommen, jetzt, das ja wirklich eine krasse Gegenvision entwickelt. Und jetzt wollen wir mal nach Frankfurt gucken, Rhein-Main. Sisters sind hier und sie, erstmal, wofür steht denn Sisters und warum engagieren sie sich? Hallo, okay. Ja, vielen Dank für die Frage. Also Sisters e.V. ist ein gemeinnütziger Verein. Wir haben unseren Sitz in Stuttgart und organisieren uns im Wesentlichen über Ortsgruppen. Eine davon ist Frankfurt, die diese Veranstaltung heute organisiert hat. Und ja, im Wesentlichen haben wir verschiedene Bereiche, in denen wir versuchen, in und um prostituierte Frauen zu agieren. Der eine Bereich wäre dann halt die Kommunalpolitik, wo wir versuchen, dort mit verschiedenen politischen Statements, aber auch mit direkten Gesprächen Einfluss zu nehmen zu dem Thema Prostitution. Die Kommunalpolitik, genau, dann wäre das zum anderen die Ausstiegshilfe, die wir anbieten. Da orientieren wir uns auch direkt am nordischen Modell, das heißt, also viele Gegner des nordischen Modells haben immer so einen Fokus, die Kriminalisierung des Freiers etc., aber der wesentliche Fokus des nordischen Modells ist eigentlich die Ausstiegshilfe von den Frauen, und da versuchen wir, die Frauen zu unterstützen, indem wir ihnen emotionale Stütze geben, indem wir sie beraten, aber auch, und da sind wir nämlich wieder bei dem Thema Konsens, auch indem wir sie finanziell unterstützen, denn das ist genau der Punkt, weshalb Frauen ja im Prinzip mit Freiern dann zu tun haben. Also wir geben ihnen Geld dafür, dass sie nicht mit jemandem intim werden müssen, mit dem sie es eigentlich nicht wollen. Und mit dieser Art und Weise, wie wir vorgehen bei Sisters e.V., konnten wir schon einige Frauen auch unterstützen, dass sie nicht mehr in die Prostitution zurückkehren mussten und neue Perspektiven einschlagen konnten. Und genau, also wir haben verschiedene Bereiche, in denen wir arbeiten, und im Wesentlichen setzen wir uns für ein Ende der Prostitution in Deutschland ein. Also wir sehen, dass es viele Probleme gibt, auch gerade in Frankfurt, und da wollen wir intervenieren, indem wir ja direkte Einflussnahme machen. Wir könnten auch uns direkt über Parteien organisieren, aber wir haben halt selber gemerkt, dass wir in einer eigenen Organisation da eigentlich wesentlich besser vorankommen, und ja genau, das ist, wofür es das steht. Darf ich ein kleines Wörtchen dazu setzen? Ja. Sie haben das organisiert, Sie haben das aber mitorganisiert. Ja. Wir haben es auch organisiert. Ja, klar, Entschuldigung, so war das nicht gemeint. Aber jetzt die kommunale Situation. Ja. Wir haben einen CDU-Antrag. Frau Schommers, würden Sie uns einführen, worum es hier geht? Ja, sehr gerne. Ich muss dazu, aber weil es ist ein bisschen längere Geschichte, einmal so ein bisschen auf meinen Spickzettel schauen. Genau, also Hintergrund ist es, die CDU-Fraktion Frankfurt hat Ende letzten Jahres einen Antrag gestellt auf kommunaler Ebene, menschenunwürdige Zustände in der Fraktion, in der Prostitution beenden. Und in der Prostitution, nicht in der Fraktion. Genau. Ja, danke für die Korrektur aus den Reihen der CDU. Genau, also der Antrag, menschenunwürdige Zustände in der Prostitution in Frankfurt beenden. Und dieser Antrag hat dann eine, ich würde mal sagen, sehr intensive, kontroverse Debatte auf kommunalpolitischer Ebene ausgelöst. Und wir haben dann entschieden, wir haben diese Debatte eine ganze Weile still verfolgt und haben dann irgendwann entschieden, dass wir uns da mal einklinken und einen offenen Brief an alle Frankfurter Stadtverordneten geschrieben. Und Hintergrund ist der, also erstmal finden wir, man kann natürlich über einzelne Punkte des Antrags diskutieren, aber wir finden, das ist ein sehr, sehr guter Vorstoß, aus zwei Gründen. Erstens ist es mit dem Antrag gelungen, dieses Thema
ich würde jetzt mal sagen, aus dem Dornröschenschlaf zu holen, in dem sich das Thema die letzten Jahre in Frankfurt befunden hat. Und das ist sehr erstaunlich, weil wir haben ein großes Thema mit Prostitution in Frankfurt. Allein beim Ordnungsamt registriert sind über 1600 Prostituierte. Die Dunkelziffer wird wesentlich höher sein. In Schätzungen geht man von 5000 Prostituierten in Frankfurt aus und wir halten diese Zahl auch für plausibel. Also es ist durch den Antrag gelungen, das Thema mal dorthin zu hören, wo es dorthin zu holen, wo es auch hingehört, nämlich sozusagen auf die politische Agenda dieser Stadt. Wir begrüßen den Antrag aber auch, weil er eben ein sinnvolles Paket an Maßnahmen vorschlägt. Ganz oft ist so die Vorstellung, man hätte auf kommunaler Ebene gar keine Handlungsspielräume beim Thema Prostitution. Das stimmt so nicht. Klar, um wirklich den Wandel zu bekommen, brauchen wir das nordische Modell und brauchen wir auch das Sexkaufverbot. Das können wir auf kommunaler Ebene nicht umsetzen. Aber das nordische Modell, Huschke Mau hat es ja eben vorgestellt, ist ja viel mehr als nur das Sexkaufverbot. Und gerade die anderen Maßnahmen, die kann man eben sehr gut auf kommunalpolitischer Ebene auch umsetzen. Und andere Städte zeigen auch, wie das gehen kann. Heute Abend sind Kolleginnen aus Wiesbaden hier. In Wiesbaden ist es gelungen, mit Unterstützung verschiedenster Parteien, der Unterstützung des Stadtparlaments, in sehr kurzer Zeit sehr erfolgreich ein Modellprojekt zur Unterstützung von Prostituierten aufzusetzen, wo schon, wie gesagt, in sehr kurzer Zeit auch eine ganze Reihe von Frauen erfolgreich den Ausstieg bewerkstelligt hat. Und da frage ich mich schon, warum soll was in Wiesbaden funktioniert, in Frankfurt nicht auch funktionieren? Der Antrag der CDU geht in Richtung des Wiesbadener Modells, er geht auch in Richtung des nordischen Modells, er schlägt ein ganzes Bündel von Maßnahmen vor, sowas wie bessere Durchsetzung bestehender Gesetze zum Schutz von Prostituierten für Ausbeutung und Gewalt, Bildungs- und Aufklärungsprogramme an Schulen und in der Öffentlichkeit, die Sensibilisierung von Freiern, ganz wichtiges Thema, weil es wird ihnen einfach derzeit im legalen Modell viel zu leicht gemacht, sich aus der Verantwortung zu stehlen. Auch mehr Unterstützungsangebote beim Ausstieg und eine bessere Koordinierung der Akteure auf kommunaler Ebene. Also wie gesagt, man kann natürlich über einzelne Punkte diskutieren, aber insgesamt finden wir, geht der Antrag total in die richtige Richtung und er verdient zumindest eine ernsthafte und sachgemäße Befassung. Und ich muss ehrlich sagen, das konnten wir in der Diskussion um den Antrag im Römer so leider nicht durchgängig feststellen. Ich muss es sogar so krass sagen, wir waren wirklich schockiert von den Aussagen einiger Stadtverordneter. Ich will hier kein Bashing gegen einzelne Personen oder Parteien machen, aber einige Aussagen haben doch sehr deutlich gemacht, wie weit man dort entfernt ist von der Realität, wie weit man entfernt ist von den Betroffenen und teilweise auch den Eindruck erweckt, dass man gar nicht die Bereitschaft hat, sich wirklich damit auseinanderzusetzen. In der Debatte wurden Aussagen getätigt, wie man verstehe nicht, was das Problem mit Prostitution sei. Es sei eine Unverschämtheit zu fordern, Frauen vor der Prostitution zu schützen. Es gäbe schließlich genug Frauen, die stolz darauf sind, Prostituierte zu sein. Und es sei ja nun mal auch einfach das älteste Gewerbe der Welt. Ich wollte es eigentlich nicht machen, aber ich mache es jetzt doch kurz. Ich möchte einfach einmal kurz auf dieses Argument ältestes Gewerbe der Welt eingehen. Für mich ist es wirklich Kategorie Mottenkiste. Ja, man denkt irgendwie, es ist seit Jahren auf dem Speicher verschimmelt, wird dort für immer in der Versenkung bleiben und dann holt es irgendjemand dann doch wieder raus. Ich bin gewohnt, damit in der Fußgängerzone konfrontiert zu werden. In einer ernsthaften politischen Debatte überrascht es mich dann doch sehr. Ich will es einfach noch mal einmal sagen, Prostitution war niemals ein von Selbstbestimmung und Freiwilligkeit gekennzeichnetes Gewerbe. Es waren gerade auch in der historischen Perspektive immer die Frauen, die am Rande der Gesellschaft standen, die sich aus großer Not und Armut heraus prostituiert haben, oft auch von Männern in die Prostitution geführt wurden. Und ich finde, im Jahr 2024 sich hinzustellen und Prostitution mit dem Argument ältestes Gewerbe der Welt zu rechtfertigen,
Ja, das ist, ich finde schon, ja, Respektlosigkeit vor den Opfern von Gewalt und Ausbeutung über die Jahrhunderte hinweg. Aber ich will wieder zurückkommen zu unserem Brief, denn darum soll es ja eigentlich auch gehen. Was mir nochmal ganz wichtig ist zu sagen, wir sind nicht gegen Prostituierte. Wir sind gegen jede Diskriminierung von Prostituierten. Daher eben auch klar gegen ein Verbot. Wir erkennen auch an, dass es Menschen gibt, die sich entschieden haben, in der Prostitution Tätigkeit zu sein und die auch sagen, dass sie das freiwillig und selbstbestimmt machen. Das ist auch in Ordnung und das können sie ja auch im nordischen Modell weiter tun. Was aber nicht geht, ist, dass eben die Selbstbestimmung einiger weniger eben auf Kosten von vielen, vielen anderen geht, die eben in diesem System ausgebeutet werden. Und die Ausbeutung ist enorm. Laut Schätzung von Interpol kann ein Zuhälter mit einer Frau ungefähr 100.000 Euro pro Jahr verdienen. Wenn wir uns jetzt Frankfurt anschauen, die Zimmermieten für die Bordelle im Bahnhofsviertel liegen bei circa 150 Euro pro Nacht und auch der Staat profitiert ordentlich, denn der Steuersatz für Prostituierte in Hessen liegt derzeit bei 25 Euro pro Tag. Und ich möchte es einfach nochmal sagen, wir haben einfach auch ein sehr großes Thema in Frankfurt mit Missständen in der Prostitution und wir sehen da auch ganz klar Handlungsbedarfe. Wir haben hier in Frankfurt Menschenhandel, wir haben Zwangsprostitution, oft im Zusammenhang mit der organisierten Kriminalität. Wir haben ein ganz großes Thema, gerade im Bahnhofsviertel mit Armuts- und Elendsprostitution und immer wieder auch massive Gewalt von Freiern und Zuhältern gegen Prostituierte. Und um das so ein bisschen zu konkretisieren, möchte ich Ihnen davon nochmal einen Eindruck geben und einfach nur eine Auswahl von Fällen der letzten 2 Jahre erwähnen. In 2022 gab es in Frankfurt im Bahnhofsviertel mehrere Fälle, bei denen Frauen, Prostituierte von Freiern mit Waffen wie Pistolen und Messern bedroht wurden. In 2022 wurde vor dem Frankfurter Landgericht ein Hells Angels Mitglied wegen Zwangsprostitution und Zuhälterei verurteilt. Er hatte mehrere Frauen, darunter auch eine Minderjährige, zur Prostitution gezwungen und alle Einnahmen für sich behalten. Im Herbst 2023 begann ein Freier aus Offenbach einen Mord an einer jungen Frau aus Frankfurt, die er über die Prostitution kennengelernt hatte. Im Dezember 2023 drohte ein 24-jähriger Freier einer Prostituierten in einem Frankfurter Bordell mit dem Tod und wurde auch handgreiflich. In den letzten Wochen wurde vor dem Frankfurter Landgericht der Fall eines Freiers verhandelt, der eine Prostituierte aus Frankfurt und Mutter von 2 Kindern brutal ermordet hat. Ganz grausamer Fall, Sie können es in den Medien nachlesen, ich erspare Ihnen hier die Details. Also vor diesem Hintergrund haben wir angesichts einer Debatte, die so den Eindruck vermittelt hat, man sehe eigentlich gar kein Problem mit dem Thema in Frankfurt und auch so ein bisschen den Eindruck vermittelt hat, man möchte das Thema schnell wieder unter den Teppich kehren, es doch für erforderlich gehalten, dass wir aus Sicht einer Organisation, die seit mehreren Jahren sich hier intensiv engagiert, uns hier äußern. Das heißt, dieser Brief ist einfach sehr stark fakten- und erfahrungsbasiert und Sie können ihn gerne, er liegt draußen aus, einsehen und wir würden uns sehr freuen, wenn Sie das Anliegen dieses Briefes hier auch unterstützen. Frau Schomers, wir haben, glaube ich, sogar den Brief auf unserer Homepage. Dort können Sie den auch abrufen, wenn Sie den haben wollen. Ich fasse jetzt nochmal zusammen, damit ich ins Publikum gehen kann. Sie sagen, der Paradigmenwechsel muss geschehen, ja? Obwohl es ja, und das müssen wir ja nun auch erwähnen, es gibt ja auch Gegner des nordischen Modells, das liegt daran, auch der Juristinnenbund hat sich diesbezüglich geäußert, dass die sexuelle Selbstbestimmung und auch die Berufsfreiheit Grundrechte sind. Und wenn man Grundrechte berührt, muss man sehr gute Gründe haben. Das hat Ruschke Mau mit dem Buch gemacht. Sie hat die ganze Grundlegung gelegt. Und Sie sagen dies jetzt hier lokal, diese
dieser Paradigmenwechsel ist gerechtfertigt und wir dürfen dieses Grundrecht antasten, weil wir viele Menschen schützen wollen, anstatt einige in Freiheit zu lassen. Das sind jetzt so Grundthesen, nicht wahr? Und die kann man diskutieren. Sie haben jetzt lang genug geschwiegen. Wir haben noch etwas Zeit. Ich gehe ins Publikum, falls Sie Fragen haben, dass Sie noch etwas nachfragen wollen an Huschke Mau, an Sisters. Ja, dort. Ja, guten Abend, hallo. Ich hätte eine Frage und danke für die Ausführung erstmal. Ich bin total schockiert auch über die Zustände in Frankfurt und auch, dass die Politik das nicht befürwortet, wie er wünscht, zumindest so hört sich das an. Huschke Mau, Sie haben ja gesagt, der Ursprung des Problems liegt meistens in der Kindheit, in der Jugend, im familiären Zuhause. Jetzt damals haben Sie keinen Ausweg mehr gesehen und Sie haben sich an das Jugendamt gewandt und haben Sie festgestellt, dass die Hilfe nicht da ist, also dass die Institution, die staatliche Institution Jugendamt versagt hat. Zwei Fragen. Wenn die Prostitution jetzt, wenn Sie den Weg nicht gegangen wären, welchen Weg wären Sie dann gegangen, rückblickend gedacht? Weil Sie haben ja keinen anderen Ausweg gesehen. Und die zweite Frage ist, die Institution Schule wiederum. Sie haben ja die Schule besucht und wie sind Sie da aufgefangen worden? Dankeschön. Also zunächst mal würde ich nicht sagen, dass das Problem in der Kindheit von Frauen und Mädchen aus der Prostitution liegt, sondern das Problem ist, dass es Männer gibt, die Sex kaufen. Gäbe es keine Männer, die Sex kaufen, werden auch keine Frauen und Mädchen in der Prostitution. Da, wo keine Nachfrage ist, gibt es auch keinen Markt. Da müssen wir ansetzen. Es gibt unfassbare Missstände in Sachen Kindesmisshandlung und sexueller Kindesmissbrauch in Deutschland. Und auch da müssen wir was machen. Aber der Weg geht nicht so rum, dass wir sagen, das soziale Netz kann so sicher werden, dass niemand mehr durchfällt, damit niemand in der Prostitution landet. Das ist im gegenwärtigen System überhaupt nie möglich, denn es wird immer eine subproletarische Schicht geben in diesem System, die potenziell ausbeutbar ist. Welchen Weg hätte ich gewählt? Also das ist ganz klar, ich wäre in der Obdachlosigkeit gelandet und verhungert. Also das war die Alternative, irgendwas anderes gab es nicht. Und in Sachen Schule, es gab in unserer Stadt zwei Gymnasien. Das eine war das Bürgi-Gymnasium und das andere war das Ghetto-Gymnasium. Ich war auf dem Ghetto-Gymnasium. Da wurde man früh von den Drogendealern begrüßt und nicht vom Direktor, obwohl wir einen coolen Direktor hatten. Und an unsere Schule wurden all die Lehrer aus Westdeutschland abgeschoben, die sich nicht geeignet gefunden haben, in einem normalen Schulbetrieb teilzunehmen. Das heißt, da war nicht das Potenzial da, jemanden so aufzufangen. Also die Lehrerinnen und Lehrer wussten auch, was bei mir zu Hause los war, waren aber damit auch überfordert. Also da gab es überhaupt gar nicht, da war gar nichts. Da fand auch Mobbing statt an der Schule von Lehrern und Schülern. Ich hoffe, dass es in Schulen jetzt nicht mehr so ist. Okay, ich hoffe wieder besseren Wissens, aber bei mir war das in der Schule überhaupt kein Thema. Also ich habe mein Abi so gemacht, dass ich in der 11. und 12. Bin ich einfach immer in die Schule gegangen, wenn ich wusste, dass eine Klausur geschrieben wird. Und sonst war ich gar nie da. Immer nur dann, wenn ich wusste, es wird ein Test geschrieben oder Klausur, dann war ich in der Schule. Und so habe ich mein Abi gemacht, ja. Ja, liebe Frau Mau, vielen Dank, dass Sie heute Abend hier sind und dass Sie uns das alles vorgelesen und berichtet haben. Es ist wirklich in der Tat sehr berührend. Ja,
Mein Name ist Christina Ringer, ich bin hier heute Abend mit einer Kollegin. Wir sind von der CDU-Fraktion im Römer und ich wollte, bevor ich meine Frage stelle, noch zwei Sachen sagen, die mir sehr wichtig erscheinen. Und zwar, es gibt so viel Gewalt und Zwang, wir haben von Zwangsprostitution gehört, aber ich finde eben auch den Punkt, den Sie genannt haben, auch schon alleine ökonomischer Zwang ist auch ein Riesenthema, weil letztendlich, wenn wir auch über Ausstiegsszenarien sprechen, müssen wir einfach immer dran denken, die Frauen brauchen eine Perspektive. Aber ich finde, gerade so viele Frauen aus Bulgarien und Rumänien, die keine andere Wahl haben, Geld zu verdienen und eben dazu gezwungen sind, das ist für mich auch eine Form von Zwangsprostitution. Und ich wollte noch auf den gesellschaftlichen Wandel hinkommen, den Sie auch erwähnt haben, denn für mich erleben wir gerade auch Zeiten in Deutschland, in denen sich eigentlich, also morgen ist ja Frauentag, viel bewegt im Bereich Gleichstellung, Gleichberechtigung, Frauenrechte. Wir diskutieren nahezu jeden Tag über das Gendern in Deutschland, wie wir auch da geschlechtersensibel mit der Sprache umgehen. Und in all diesen Veränderungsprozessen spielt aber dieser Teil Prostitution manchmal kaum oder keine Rolle und das ist für mich wirklich völlig unverständlich. Jetzt wollte ich Sie noch fragen, es gibt ja immer wieder Kritiker des nordischen Modells und sagen, die Studienlage gibt es nicht her, dass das eine gute Variante sein kann und das Abrutschen von Frauen in die Illegalität würde dadurch befördert werden und man hätte sozusagen keine Kontrolle mehr. Da würde ich gerne noch mal von Ihnen hören, wie Sie da eben argumentieren. Also das Erste ist, dass die Studienlagen, man muss ja im Plural da reden, sehr wohl viele Dinge hergeben, die Gesetze zum Beispiel in Schweden und Norwegen werden ja auch regelmäßig evaluiert. Und es gibt Studien zum Beispiel auch darüber, ob die Gewalt gegen Frauen und Mädchen in der Prostitution dadurch zugenommen hat. Die zitiere ich ja auch in meinem Buch. Also es ist eben nicht so, dass alles in irgendeinen ominösen Untergrund rutscht und die Autoritäten, also die Polizei oder die Ämter und Behörden, dann keinen Überblick mehr haben. Die Sache ist komplexer. Erstmal muss man ja definieren, was ein Untergrund ist. Prostitution kann ja per se gar nie im Untergrund stattfinden, denn Freier und Prostituierte müssen sich ja treffen, sonst findet das Geschäft nicht statt. Und das bedeutet, also wenn Sie jetzt ein Geschäftsmann sind und Sie reisen jetzt nach Stockholm für eine Woche und Sie wollen sich, auch wenn dort das nordische Modell herrscht, eine Prostituierte aufs Hotelzimmer bestellen, dann haben Sie nicht die Zeit, Wochen und Monate lang in irgendwelchen dunklen Kaschemmen auf Gerüchte zu hören, wo Sie jemanden treffen, sondern natürlich werden Sie eine Frau finden. Nicht so viele wie in Deutschland, das ist auch eine Auswirkung des nordischen Modells, aber Sie werden sie finden. Prostitution muss auffindbar sein, sonst kann sie nicht stattfinden. Und ich meine, es gibt das Internet. Wir alle haben Internet. Prostitution bahnt sich heutzutage genau darüber an. Und wenn Freier das googeln können, können es auch Polizisten oder Sozialarbeiterinnen. Es gibt diesen Untergrund überhaupt nicht. Der Untergrund ist etwas, was in der Legalität passiert, was hier bei uns in Deutschland passiert. Hier ist alles so legal, dass die Polizei ohne einen konkreten Anlass gar nicht mehr in die Bordelle rein darf, weil das nämlich ganz normale Geschäftshäuser sind. Aber woher soll die Polizei einen Anlass haben, wenn sie in diese ganz normalen Geschäftshäuser nicht mehr einfach regelmäßig und anlasslos rein darf? Der Untergrund findet hier statt, in den Bordellen, zum Beispiel in Frankfurt. Ich habe mal so eine Bordellführung in Frankfurt mitgemacht. Und ich fand das total grauenhaft, zur Frankfurter Bahnhofsviertelnacht zu sehen, dass da Leute auf der Straße Party machen und in den Bordellen, also sogar bei der Bordellführung war klar, dass nie alles
dort koscher ist. Wir hatten eine stark traumatisierte Frau in dem Bordellzimmer vor uns, die totalen Quatsch erzählt hat. Da ist der Untergrund, sozusagen vor aller Augen findet hier die Gewalt in der Prostitution statt. Man nennt das den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen. Und das ist hier. In Schweden hat die Polizei einen sehr guten Überblick über das, was in der Prostitution passiert, und auch Sozialarbeiterinnen, während das hier eben einfach nicht mehr so ist. Der Untergrund existiert nicht, und wenn man ihn unbedingt so nennen will, existiert er eigentlich eher hier bei uns. Eine weitere Frage. Ja, hallo. Stella Schulz-Nürtsch, ich bin Stadtverordnete der SPD-Fraktion, und wir haben gegen den Antrag gestimmt, das stimmt. Ich möchte aber auch gerne sagen, dass diese Äußerungen, die Sie jetzt vorgetragen haben, von unserer Seite nicht kamen. Ich bin persönlich hin und her gerissen, weil ich mir nicht sicher bin. Ich würde gerne mal warten, wie sich das nordische Modell jetzt in Frankreich auswirkt, was auch von der Bevölkerungsanzahl viel, viel größer ist als Schweden. Ich glaube auch, dass man gucken muss, ob man wirklich in die Menschenrechte eingreift. Und ich mache mir ein bisschen Sorgen, dass wir dieses Problem verschieben in andere Länder, wenn wir es jetzt auch einführen. Wir müssten das dann europaweit machen, oder es müsste eine andere Dimension in Europa sein, weil wenn wir das nordische Modell auch einführen, dann die ganzen rumänischen Frauen, die wirklich aus Not das ja überwiegend machen, das muss man ja ganz ehrlich sagen, ja, die werden dann nach Italien gehen, nach Spanien gehen oder so. Ich glaube, wir verschieben das Problem nur. Das macht mir Sorgen. Ich gehe überhaupt nicht in die Bahnhofsviertelnacht, ich finde die ganz grausam. Ich würde die auch nicht machen, ich würde auch diese Bordellbesichtigungen nicht erlauben. Also nur, ich möchte noch mal sagen, dass wir als SPD-Fraktion nicht grundsätzlich dagegen sind, was in diesem Antrag stand. Also wir wollen Ausstiegsklauseln und. Aber wir haben ihn nicht so unterstützt, weil wir gesagt haben, vor Ort in Rumänien Aufklärungen machen und so, das halten wir nicht für zielführend, an Schulen ja. Also ich wollte das nur ein bisschen differenzieren, dass hier nicht der falsche Eindruck entsteht, dass wir absolut gegen diesen CDU-Antrag sind, nur in dieser Form so nicht. Ja, eine Sekunde, weil ist das direkt dazu? Ja. Okay. Also dieses Argument, also ich bin aus keiner Fraktion übrigens. Ich will nur mal kurz gesagt haben, also ich glaube, niemand möchte dort irgendwelchen persönlichen Leuten was vorwerfen. Das ist nichts Persönliches, denke ich, in erster Linie, aber dieses Argument, ja, wenn wir in Deutschland damit anfangen würden, dann würden wir das Problem verlagern, finde ich nicht, also ich finde, das hat keine Substanz, weil wenn man zum Beispiel sagt, ja, zum Beispiel den Klimawandel, wenn wir den in Deutschland ändern müssen, dann müssen wir den ja in der ganzen Welt ändern, und weil das so nicht funktioniert, lassen wir es einfach direkt. Also das ist ja einfach kein, also ich finde das einfach kein gutes Argument. Die Frage, ich muss es wiederholen für die Damen und Herren im Netz, möchte die Polizei überhaupt in diese Häuser hineingehen? Sind Sie daran interessiert, die Frauen zu schützen? Und die Frage stelle ich jetzt an Huschke Mau. Also, ich bin schwer vorbelastet, mein erster Zuhälter war Polizist. Aber ich versuche, mich differenziert auszudrücken. Ich glaube, dass man das nicht verallgemeinern kann. Ich habe,
während meiner Zeit jetzt als Aktivistin und Wissenschaftlerin durchaus vereinzelt Polizisten kennengelernt und Polizistinnen, denen das Thema schwer am Herzen liegt. Und die für mich Forderungen aufmachen, wie ich sie von Polizisten niemals erwartet hätte. Also ich habe zum Beispiel neulich einen Polizeipräsidenten kennengelernt, der ernsthaft gesagt hat, und da ist mir wirklich der Unterkiefer runtergefallen, der ernsthaft gesagt hat, wir müssen die Begleiterscheinungen der Prostitution entkriminalisieren. Es kann nicht sein, dass ich bei einer Razzia ins Bordell gehe und ich will der Frau helfen, die traut sich nie auszusagen und dann hat irgendjemand in ihren Nachttischschrank 10 Gramm Gras gefunden und ich muss der jetzt deswegen ins Reindrehen. Da habe ich gedacht, wow, wir brauchen mehr von solchen Polizisten. Ich kenne aber auch die Erfahrungen, die nicht nur ich habe, sondern die Erfahrungen, die viele Frauen und Mädchen mit Polizisten haben, die nicht nur positiv sind. In Schweden ist es ja so, dass nur geschulte Polizistinnen und Polizisten in sogenannten Prostitution Units mit der Prostitution zu tun haben und dass es generell dort so ist, dass wenn man im Staatsdienst ist und man sich als Freier betätigt hat, dass man den Staatsdienst dann verlassen muss. In Deutschland sind in der Polizei natürlich genauso viele Freier unterwegs wie in jeder anderen Bevölkerungsgruppe. Und wir haben sehr viele Freier in Deutschland. So benehmen sich manche Polizisten dann eben auch bei Razzien im Bordell. Und dazu kommt eben noch, dass es eben in Deutschland dieses Erpressungspotenzial gegen Frauen und Mädchen aus der Prostitution gibt. Denn sie kommen hierher und sie sagen nichts gegen ihre Zuhälter, weil sie Angst haben, aber sie haben, und das wissen sie, schon gegen bestimmte Regeln hier verstoßen. Gegen Aufenthaltsbestimmungsregeln, sie sind vielleicht nicht angemeldet, sie haben vielleicht im Sperrbezirk angeschafft und so weiter. Und der Fokus liegt häufig erstmal auf dem, was sie falsch gemacht haben. Natürlich haben die dann keinen Bock mehr, diesen Polizisten, die ja auch oft nicht geschult sind, die manchmal blöde Sprüche bringen und wo es ja auch schon vorkam, dass die Frauen genötigt haben, sexuell genötigt haben, diesen Menschen von ihrer Situation zu erzählen. Also was ich auch oft sehe bei Polizei und Behörden ist ein sehr großes Verlangen, dass alles sauber und geregelt und geordnet aussehen soll, es aber nie unbedingt sein muss. So, Hauptsache auf dem Papier ist alles okay, der Rest geht uns ja nichts an. So. Das ist auch sowas, was ich häufig sehe. Frau Mau, wir haben hier noch aus Wiesbaden. Ja, ganz kurz. Also was wir mehr brauchen, ist eben diese geschulte Polizei, wo es auch ganz klar verboten ist, freier zu sein. Wir nehmen das auf, also wir nehmen die Frage auf, die Sie eben angekündigt haben, also die Sie eben angesprochen haben, wie ist es, wenn es noch ein Paralleldelikt gibt, und werden aber jetzt die Wiesbadener, die eben auch genannt wurden, einmal zu Wort kommen lassen. Vielleicht können Sie das dann gemeinsam beantworten. Ja, mein Name ist Manuela Schon, ich bin hier mit, wie schon erwähnt wurde, mit meinem Team. Wir machen seit 1,5 Jahren das Projekt der aufsuchenden Arbeit, was maßgeblich in der Konzeption auch von Huschke Mau und dem Netzwerk Ella aufgebaut wurde. Und es ist uns gelungen, innerhalb von kürzester Zeit, dass die Nachfrage so groß ist, dass wir sie kaum bewältigen können. Mit wirklich wenig Personalressource und Finanzressource. Und wir tauschen uns sehr häufig darüber aus, woran das wohl liegt. Und die einzige Antwort, die man darauf geben kann, ist die Haltung, mit der man den Frauen in der Prostitution gegenübertritt. Wir waren 2 Tage jetzt wieder in der aufsuchenden Arbeit mit Ärztinnen unterwegs, auch in der illegalen Prostitution. Und ich möchte, wenn hier gesagt wird, wir müssen erstmal gucken, wie entwickelt sich das in Frankreich, wir müssen eine Evaluation des Prostituierten-Schutzgesetzes abwarten, möchte ich wirklich appellieren,
Wir dürfen es nicht dulden, hier und heute und jetzt. Was wir tagtäglich hier sehen, dass eine Ärztin einer Frau sagt, du befindest dich in einer lebensgefährlichen Situation, du brauchst eigentlich heute, jetzt Pause. Und die Frau sagt, ich kann nicht, ich brauche das Geld, ich kann keine Pause machen. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, die Freier, die das sehen, die diesen Zustand der Frau sehen, wollen wir das in dieser Gesellschaft dulden? Wollen wir wirklich, dass diese Gesellschaft diesen Freiern das Gefühl gibt, dass das in Ordnung und legal ist? Es waren wieder zwei harte Tage und ich kann nur sagen, wir müssen jetzt handeln. Wir haben eine Verpflichtung, wir haben die Istanbul-Konvention, wir haben die Konvention gegen Menschenhandel und es ist keine Zeit, irgendwelche Evaluationen abzuwarten. Und zur Verlagerung ins Ausland. Der Freier kann nicht in der Mittagspause nach Frankreich, nach Spanien, sonst wohin fahren, sondern der geht jetzt in der Mittagspause ins Wiesbadener, ins Frankfurter, ins was weiß ich was Bordell und benutzt diese Frauen und wir müssen es stoppen und wir müssen das jetzt tun. Die Zeit ist fortgeschritten. Möchten Sie noch etwas? Das ist aber sehr freundlich. Ich habe ein wunderbares Publikum hier. Wenn keine Fragen sind und wir, möchte ich Huschke Mauer das Schlusswort geben. Haben Sie noch Fragen? Also Sie bestätigen diesen Weg und Sie sagen, die Bestrafung solcher Delikte an Frauen soll noch viel härter sein. Was geändert werden kann, soll geändert werden und mit Härte. Ja, also danke für das Schlusswort, auf das ich jetzt gar nicht vorbereitet war. Okay, dann appelliere ich einfach mal an die Frauen im Raum. Mir ist das immer ganz besonders wichtig, dass jede Frau versteht, dass Prostitution etwas mit ihr zu tun hat. Selbst wenn sie selbst niemals in der Prostitution war und keine Frau in der Prostitution kennt. Sie gehören dem Geschlecht an, das von Männern für Sex gekauft wird. Und ich hoffe, dass das ein Zustand ist, der sie empört. Und wenn das noch nie reicht, dann kann ich Ihnen versichern, dass Sie alle mit Freiern Kontakt haben. Sie alle. Das sind Ihre Chefs, das sind Ihre Brüder, das sind Ihre Kollegen, das sind unter Umständen Ihre Ehemänner und Partner. Und das sind Männer mit einem bestimmten Mindset. Die Frau steht niedriger, ich kann sie kaufen, das ist das Erste. Und das Zweite ist, Sex ohne Konsens ist schon okay. Und in den Augen dieser Männer sind sie alle Prostituierte. Ich hatte so viele Freier bei mir, die mir so Sachen gesagt haben wie, ja, man muss ja immer irgendwie für eine Frau bezahlen. Ich bezahle ansonsten halt für das Restaurant und das Taxi und die Blumen und dann darf ich nicht mal ran. Das ist, wie Freier über Frauen denken, über alle Frauen, auch über sie.
Es gibt wahnsinnig viele Freier in Deutschland und für die sind sie alle Prostituierte. Und da bin ich noch gar nie in ihrem Bett. Ihr Bett geht mich nicht an. Aber sie waren vielleicht schon mal mit einem Freier im Bett, ohne das zu wissen. Mit einem Mann, der für sie potenziell gefährlich ist, weil er findet, dass mit einer Frau zu schlafen, die gerade keinen Bock hat, schon klar geht. Das betrifft sie, das betrifft den Sex, den sie haben, das betrifft den sozialen Umgang, den sie haben, das betrifft ihre soziale Stellung. Prostitution betrifft jede Frau hier in diesem Raum. Das möchte ich so gern, dass das in ihren Kopf und in ihr Herz reingeht. Und jede Frau auf dieser Welt kann auch in die Lage kommen, Prostituierte zu werden. Wenn ich mich jetzt nie hier hingesetzt hätte und gesagt hätte, dass ich das mal war, es steht mir ja nie auf der Stirn geschrieben, ich hätte, und es wäre mir oft viel lieber, mich auch lieber als Wissenschaftlerin und Autorin hier hingesetzt, dann hätte ich mir nämlich das Stigma erspart. Aber dass das Ihnen nie passiert ist, war nie unbedingt immer Ihr eigener Verdienst, sondern das hat einfach ganz viel damit zu tun, wo sie hingeboren werden, welche Männer sie kennengelernt haben und was diese Männer ihnen angetan haben. Und das würde ich mir wünschen, dass Frauen verstehen, das ist nie ein Thema, was irgendwo dort im Bahnhofsviertel stattfindet und wenn ich dort nie hingehe, dann betrifft es mich nie, sondern es betrifft sie unmittelbar in ihrem Bett, in ihrem sozialen Umgang, es betrifft sie jeden Tag. Vielen Dank. Ja, ich würde einfach gerne nochmal zum Abschluss auch ergänzen. Also zum einen nochmal, um nochmal kurz auf einen inhaltlichen Punkt zu gehen mit dem Thema Flickenteppich. Dafür ist es, glaube ich, nochmal ganz wichtig zu wissen, dass wir in Deutschland bei weitem nicht der Vorreiter bei dem Thema sind. Das EU-Parlament hat sich letztes Jahr ganz intensiv mit dem Thema beschäftigt und es gab eine ganz klare Empfehlung, an alle Mitgliedstaaten das nordische Modell umzusetzen und zwar so schnell wie möglich. Viele Länder, Huschke Mau hat es vorhin gelernt, sind hier Vorreiter. Wir in Deutschland sind die Nachzügler und ich hoffe wirklich, dass wir nicht die allerletzten sein werden, die das nordische Modell bekommen. Und ich möchte auch zum Abschluss nochmal sagen, so ein bisschen ist sowohl das Netzwerk Ella als auch Sisters, wir sitzen hier auch im Grunde so ein bisschen in einer Ersatzleistung für den Staat, denn eigentlich wäre es Aufgabe des Staates, Menschen vor Ausbeutung und Gewalt in der Prostitution zu schützen. Das tut er leider nicht. Wir haben es heute gehört an der Geschichte von Huschke Mau, wie bei ihr die Behörden versagt haben. Wir haben vorhin, ich habe es genannt, was hier in Frankfurt alles an schlimmer Gewalt und Ausbeutung passiert. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass Organisationen wie uns der Rücken gestärkt wird. Leider sind wir eben politisch noch nicht so weit, aber ich merke so in den letzten Jahren, dass sich was bewegt, dass sich was tut und ich bin auch fest überzeugt, dass wir das nordische Modell bekommen werden. Aber damit wir dorthin kommen, brauchen wir auch ihre gesellschaftspolitische Unterstützung und dafür möchte ich nochmal werben. Ich möchte dafür werben, das Netzwerk Ella und Sisters finanziell zu unterstützen mit Spenden. Wir sind an der Seite von Frauen, die in Not sind, die aussteigen wollen. Wir bekommen keine staatliche Unterstützung. Wir können es nur leisten, diese Arbeit durch Spenden. Und ich möchte Sie auch nochmal wirklich auch einladen, sich zu informieren. Ich finde, das Buch von Huschke Mau ist, ich würde mal sagen, wirklich die perfekte Einstiegslektüre. Also nicht nur, weil du heute Abend hier bist, sondern wirklich, ich finde, es gibt im deutschsprachigen Raum kein anderes Buch. Und ich habe jetzt schon einiges gelesen, was einerseits aus der Perspektive einer Betroffenen so deutlich zeigt, wie eine Frau in die Prostitution gelangt, was es mit ihr macht und warum der Ausstieg so schwierig ist und andererseits so präzise und scharf analysiert, was Prostitution mit einer Gesellschaft macht und warum wir hier dringend den Wandel brauchen. Vielen Dank, Frau Schomers.
Ja, ich wollte es einfach nochmal am Ende erwähnen. Es zeigt ja Ihr bewundernswertes Engagement. Und ich danke auch für dieses zweite Plädoyer. Sie sehen ja draußen, können Sie auch noch Informationen bekommen. Ich möchte aber den Abend schließen. Wir sind nicht ganz in der Zeit geblieben, aber wir haben wirklich alles getan dafür, um in der Zeit zu bleiben. Kommen Sie gut nach Hause. Ich hoffe, es gibt Wege und Busse und alles Mögliche. Und vielen Dank, dass Sie heute hier waren. Applaus